Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Plenum TV hier bei RFO. Dass Wohnungsbesitzer verschimmelte Löcher zu horrenden Preisen vermieten, ist menschenunwürdig. Das Wohnungsaufsichtsgesetz hätte da Abhilfe schaffen können. Das wurde allerdings im Jahr 2008 aufgehoben. Jetzt will die SPD die Gemeinden wieder zu dieser Wohnungsaufsicht ermächtigen. Eigentum verpflichtet halt. Ich denke, es hat einen guten Grund, warum das Vorläufergesetz vor 11 Jahren abgeschafft wurde. Allein der bürokratische Aufwand für die Kommunen ist hier enorm. Und auch die Anzahl der Fälle war damals sehr gering. Selbst die Landeshauptstadt München hatte nur einen Fall pro Jahr. Ich denke, seither sind die gesetzlichen Hintergründe zur Stärkung der Mieter deutlich angehoben worden und wir können auf ein derartiges Gesetz verzichten. Auf den ersten Blick scheint das Gesetz erstmal sympathisch zu sein. Es ist ja tatsächlich so, dass in den Ballungsräumen massiv was schiefläuft, dass es ein großes Problem mit Wohnungsraum gibt. Aber Fakt ist, was wir brauchen, ist einfach mehr Mittel für Wohnungsbau und besonders für sozialen Wohnungsbau. Und das fordern wir in unserem Nachtragshaushalt mal wieder, weil die CSU da einfach nicht in die Pötte kommt. Über 80% der bayerischen Gemeinden haben Fördermittel für schnelles Internet beantragt. Die CSU aber will, dass damit in erster Linie die heimische Wirtschaft in den Gewerbegebieten versorgt wird. Betriebe sollen also bevorzugt beschleunigt werden. Geht das auf Kosten der Privathaushalte? Zunächst einmal hat die CSU hier massiv was verschlafen. Also Jahrzehnte oder jahrelang hat sie gesagt, das ist nicht Sache des Staates, das ist eben Sache des freien Marktes. Es ist aber Fakt, dass gleichwertige Lebensverhältnisse natürlich was mit Datenzugang, mit Netzzugang zu tun haben, mehr denn als mit Autobahnen. Und deswegen ist es endlich ein guter Schritt, da viel Geld reinzustecken, weil nur so können wir Menschen auch auf dem Land in ländlichen Regionen halten. Der Breitbandausbau in den bayerischen Kommunen ist immens wichtig. Wir dürfen hier den Anschluss an führende Regionen nicht verlieren. Aber wir müssen darauf achten, dass sowohl in Gewerbegebieten als auch in den privaten Wohngebäuden der Breitbandanschluss erhöht wird. Nicht nur um entsprechend den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu geben, sich in der Freizeit breitbandmäßig zu engagieren, sondern auch um zum Beispiel Arbeitsplätze von zu Hause aus zu gestalten. Und deswegen ist einfach beides notwendig. Das war's von Plenum TV hier bei RFO, liebe Zuschauer. In der kommenden Woche gibt's uns wieder. Bis dahin, Servus.